Laut meiner Uhr ist es jetzt 14:03 Uhr mitteleuropäische Zeit. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal alle Teilnehmer herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Dirk Strobel, Geschäftsführer von The Information Lab. Ich hoffe, dass jetzt alles technisch gut funktioniert, dass Sie mich gut verstehen können und dass Sie auch die Präsentation gut sehen können. Wir haben versprochen, dass wir ein kompaktes Webinar durchführen. Daran möchten wir uns gerne halten. Vorab ein paar organisatorische Dinge. Einerseits werden wir während des Webinars Fragen einsammeln. Hierfür sollten wir Sie in einem Panel die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Ich werde während des Webinars zunächst nicht darauf eingehen. Zum Abschluss schauen, welche Fragen aufgelaufen sind. Und anhand der Anzahl und natürlich auch der Art der Frage mal gucken, ob ich es schaffe, sie zu beantworten. Ansonsten würden wir tatsächlich persönlich auf Sie zukommen und in einem Gespräch oder auch per E-Mail Ihre Frage beantworten. Ich vermute, dass es einige geben wird und dass wir in der Kürze der Zeit nicht dazu kommen werden, alle Fragen zu beantworten. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen und später auch zur Verfügung stellen. Und entsprechend werden Sie diese Informationen zur Hand haben. Ich sehe hier gerade ein Handzeichen. Kurz gucken, ob ich hier etwas verändern muss. Bleiben Sie kurz bei mir. Sieht gut aus. Prima, lassen Sie uns beginnen. Also, herzlich willkommen an die aktuell 109 Teilnehmer in diesen 110, in diesem Telefonat, in diesem Webinar. Heute möchte ich Ihnen ein Update geben zu den jüngsten Veränderungen in Bezug auf Tableau Software. Dies beinhaltet unter anderem ein Update bezüglich des Lizenzmodells von Tableau Software, als auch ein neues Produkt, das ich Ihnen high-level vorstellen werde. Dazu später mehr. The Information Lab ist Tableau Gold Partner, das schon seit vielen, vielen Jahren ausgehend von UK und mittlerweile an 7 europäischen Standorten mit einem Team von über 140 Consultants, die alle mit Tableau, in Tableau zertifiziert sind, bis hin zum Tableau Trainer. Und ich möchte ein paar weitere Slides zeigen. Vielleicht wussten Sie ja noch nicht, dass wir bei Information Lab nicht nur Spezialisten in Bezug auf Tableau Software sind und Trainings in Tableau Software Enablement für Ihre Teams in Ihrem Unternehmen, sondern dass wir auch Tool- oder Software-unabhängige Business Intelligence Seminare durchführen an den Hotspots Hamburg, Frankfurt und München. Dazu gehören unsere Report- und Dashboard-Seminare, die aktuell laufen, als auch unsere Data Analyst-Seminare, die in Q3, Q4 an den gesagt genannten Hotspots stattfinden werden. Sie können sich über unsere Webseite anmelden, individuell. Also es ist keine Gruppengröße festgelegt. Es kann auch in-house bei Ihnen stattfinden. Das können wir gerne besprechen. Zum anderen sind wir Top-Sponsor der Tableau-Konferenz in London dieses Jahr, die vom 3. bis 5. Juli stattfinden wird. Und das kann ich Ihnen einfach nur ans Herz legen. Es ist eine sehr, sehr gute Veranstaltung, sehr, sehr gute Networking-Möglichkeiten. Und in diesem Fall eben europäische Networking-Möglichkeiten, sehr, sehr gute Vorträge von Kunden von Tableau mit größeren Tableau-Installationen von Tableau Desktop über Tableau Server oder Tableau Online und jetzt auch Tableau Prep, das habe ich schon mal gesagt. Wir verfügen über unsere eigene Data School, nicht nur in London, die gibt es jetzt schon seit 3 Jahren, sondern seit jüngstem auch in Down Under, in Sydney. Bewerbungen auch von Deutschen sind herzlich gerne gesehen. Wir haben ein sehr internationales Spektrum an Studenten in der Data School, die dann auch in Projekten bei unseren Kunden für 6 Monate sein können. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal hervorheben, dass wir als Information Lab hier am Standort Hamburg über einen deutschsprachigen Support Desk verfügen, der von unseren direkten Kunden sehr, sehr geschätzt wird und auch sehr häufig in Anspruch genommen wird. Wir können von uns behaupten, dass dieser Support Desk ein sehr lösungsorientierter Support Desk ist, der nicht mit 10 Gegenfragen antwortet, sondern wirklich ganz schnell versucht, eine Lösung für Sie zu erzielen. Gerade zu Beginn beim Einsatz von Tableau Software oder auch Alteryx Software sehr, sehr wichtig, um das Enablement
zu gewährleisten in Ihrem Team und auch schnell auf Geschwindigkeit zu kommen. Zudem, auch nochmal Stichwort Networking, haben wir unsere eigene mobile Customer Community, die Sie zum Beispiel auf Ihrem Mobiltelefon installieren können, mit aktuell 1800 Mitgliedern in ganz Europa. Auch hier gilt es, den Austausch zwischen unseren Kunden zu gewährleisten und auch zu verbessern, Erfahrungswerte auszutauschen mit Mitarbeitern von anderen Unternehmen, die Tableau oder Alteryx im Einsatz haben. Zu Tableau Software, kurz allgemein, aber ich glaube bemerkenswert. Tableau Software ist in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge zum Leader im Gartner Quadrant für Analytics und Business Intelligence Software gewählt worden. Und Sie sehen, dass ja, da ein gewisser Abstand zu anderen Konkurrenten herrscht. Wenn man sich die Positionierung von Microsoft ansieht, muss man auch natürlich bedenken, dass dort die gesamte Software-Stack von Microsoft im BI-Bereich bewertet wird, nicht nur die Software Power BI. Tableau ist sehr, sehr konzentriert auf Visual Analytics, visuelle Datenanalyse und fokussiert sich ausschließlich darauf. Ja? Und das kann man bei dem einen oder anderen Mitbewerber eventuell nicht so sagen. In Bezug auf das Lizenzmodell von Tableau Software möchte ich Sie einmal kurz abholen, was sich eigentlich verändert hat in den letzten 2 Jahren. Und das ist eine ganze Menge, weil bis 2017 war Tableau Software in seinen verschiedenen Ausprägungen ausschließlich als Perpetual-Lizenzmodell erhältlich. Was heißt Perpetual? Das ist die Kauflizenz. Also wenn Sie eine Lizenz erwerben wollten, mussten Sie eine Lizenz tatsächlich kaufen und hatten dann in den Folgejahren eine entsprechende Maintenance-Gebühr, und das war bis 2017 die einzige Möglichkeit, Tableau Software zu erwerben. Dann im Laufe von 2017 kam das Subscription-Lizenzmodell hinzu. Das Subscription heißt in diesem Fall, dass Sie sich für 12 Monate festlegen, die Software zu nutzen, und bezahlen dann entsprechend eine Mietgebühr, die natürlich von Produkt zu Produkt unterschiedlich ist. Und jetzt, April 2018, große Neuigkeiten, die von Tableau verkündet werden wurden. Es gibt ein neues Subscription-Lizenzmodell, und das ist rollenbasiert. Hier werde ich in diesem Webinar natürlich näher darauf eingehen. Was bedeutet denn in diesem Fall auch rollenbasiert? Zunächst aber kurz auch noch zu den Veränderungen, die im jüngsten Tableau Release 2018.1 kamen, High Level. Zum einen fällt Ihnen auf, okay, wir haben neue Release-Nummern, das ist schön. Wir haben das Jahr und dann die Versionsnummer dahinter für die Quarterly Releases. Das nächste ist also 2018.2. In der 2018.1, die jüngst ausgerollt wurde, wurde ein neues Produkt vorgestellt. Dieses neue Produkt nennt sich Tableau Prep, war vormals unter dem Arbeitstitel Projekt Maestro bekannt. Vielleicht hat der ein oder andere auch an der Beta teilgenommen und es schon mal getestet. Tableau Prep dient der Datenvorbereitung für Tableau Desktop und ist ein Workflow-basiertes, visuelles Datenaufbereitungstool, das sich jetzt ja, in das Softwareportfolio von Tableau Software einschmiegt. Und zusätzlich eine große Veränderung, wie kurz genannt im Release 2018.1, die rollenbasierten Lizenzpakete. Und hier sehen Sie das erste Mal die Namen dieser Lizenzpakete, beziehungsweise der verschiedenen Rollen, die Tableau identifiziert hat innerhalb eines Unternehmens. Das ist zum einen der Tableau Creator, zum anderen der Tableau Explorer und auch der Tableau Viewer. Zu den einzelnen User-Definitionen komme ich gleich. Was bedeutet denn das für die Produktpalette von Tableau Software? Aktueller Stand. Zu der Linken sehen Sie das neue Produkt Tableau Prep, Datenvorbereitung für Tableau Desktop, Workflow-basierend. Und ja, es wird gesagt, dass Monthly Releases durchgeführt werden. Wir müssen gucken, ob das dann tatsächlich eintritt. Aber die Intensität, mit der Tableau Prep arbeitet, ist sehr hoch. Und es ist damit zu rechnen, dass wir eine sehr, sehr schnelle Release-Geschwindigkeit haben. Zum anderen die bekannten Elemente, zumindest den meisten wahrscheinlich schon bekannten Elemente, Tableau Desktop.
in der Ausprägung Tableau Desktop Professional, die über die Verbindungsmöglichkeit zu Tableau Server als auch zu Tableau Online verfügt. Hier ist wichtig, dass in Zukunft Tableau Desktop Personal, das ist eine abgespeckte Version von Tableau Desktop, nicht mehr verfügbar ist. Also, wenn Sie jetzt eine Tableau Desktop Personal Lizenz haben, können Sie die auch weiterhin nutzen, aber sie kann jetzt nicht mehr erstanden werden. Tableau Desktop Professional ist die Vollversion von Tableau Desktop, wie erwähnt, mit Zugang zu Tableau Server oder Tableau Online und dem vollen Funktionsumfang für den Datenexperten, der ad hoc Visual Analytics, Datenanalyse, Auswertung betreibt. Tableau Server ist die Distribution von Visual Analytics und Dashboards. Tableau Server können Sie on-premise bei sich auf Ihrer Hardware hosten oder auch in der Cloud, zum Beispiel auf Amazon Web Services. Und Tableau Online ist letztendlich Tableau Server als Software as a Service gehostet von Tableau Software. Diese Produktpalette ist die aktuelle seit April 2018. Tableau Prep, wie erwähnt, Datenaufbereitung für Tableau Desktop. Interessant dabei, es ist inkludiert in ein Lizenzpaket, das ich gleich näher vorstellen werde, ohne Zusatzkosten für Sie. Es ist ein neues Produkt, es ist Workflow-basiert, visuell die Datenaufbereitung, wie Sie rechts im Screenshot sehen können. Sie haben die Möglichkeit, einen Output zu erzeugen als TDE, also Tableau Data Extract, als Hyper Extract, das neue Dateiformat von Tableau oder auch als CSV. Sie können auch entsprechend zu Tableau Server eine Datenquelle pushen. Es gibt noch kein Scheduling, also die Workflows, die Sie aufbauen, können Sie noch nicht zeitgesteuert lostreten. Es ist zu erwarten, dass diese Funktionalität relativ schnell hinzugefügt wird. Ein Hinweis, es ist das erste Release für diese Software. Wir empfehlen daher einen sehr, sehr guten Testlauf mit Tableau Prep. Vielleicht für diejenigen, die schon mehr User haben, die Tableau Software, Tableau Desktop täglich nutzen. Vielleicht bauen Sie eine kleinere Gruppe zusammen, die einen entsprechenden Test für Tableau Prep durchführt, um die Ergebnisse dann entsprechend zu nutzen für eine Entscheidung, ob Tableau Prep in größeren Stile dann in Ihrer Organisation genutzt werden soll. Ein weiterer Hinweis im orangenen Kasten rechts unten. Wir werden ein Webinar durchführen am 14. Mai 2018 um 14 Uhr. Und zwar werden wir dort Tableau Prep genauer vorstellen. Also eine entsprechende Demo und sehr wahrscheinlich auch etwas länger als unsere ja, geplanten 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten heute. Ganz rechts sehen Sie einen Screenshot für die einzelnen Data Connections, die Tableau Prep aktuell mitbringt. Es ist auch hier zu erwarten, dass die Liste sich immer mehr vergrößert, sodass Sie irgendwann, und wann kann ich leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, die Liste der potenziellen Konnektoren von Tableau Desktop matcht. Was ist Tableau Prep nicht? Tableau Prep ist nicht tiefergehende Datenanalyse, wie zum Beispiel mit Alteryx Software. Ich weiß nicht, wer von Ihnen von Alteryx Software bereits gehört hat. Alteryx ist in diesem Jahr auch zum Leader im Gartner Quadranten gewählt worden im Bereich Data Science. Machine Learning und ist ein sehr, sehr kraftvolles Tool in Bezug auf ETL, Predictive und auch Spatial Analytics. Kommt mit einer R-Integration daher, hat eine sehr, sehr große Anzahl von Konnektoren out of the box, ist auch ein Workflow-basierender visueller Datenvorbereitungslösung und bietet auch die Möglichkeit von Spatial Analytics, zum Beispiel Drive-Time-Analysis. Sie können mit Alteryx entsprechende Workflow Scheduling und also Zeit steuern. Sie können in Datenquellen zurückschreiben, Sie können in neue Datenquellen hineinschreiben in Datenbanken. Sie können Ihre Ergebnisse entsprechend zu Tableau Server pushen, aber eben auch zu anderen BI-Tools, die Sie eventuell in der Nutzung haben. Alteryx kommt mit seiner Produktpalette
auch mit Alteryx Connect daher. Alteryx Connect ist ein Data Cataloging Tool. Also wenn Sie in Ihrer Organisation, wovon ich ausgehe bei den meisten, die ich hier sehe, sehr, sehr viele Daten haben, sehr, sehr viele verschiedene Datenquellen haben, dann verliert eine Organisation auch gerne die Übersicht. Wo liegen welche Daten? Wann werden welche Daten aktualisiert? Wer ist gegebenenfalls verantwortlich? Welche Datenquellen sind sicher und welche Daten sind die richtigen? Mit Alteryx Connect können Sie genau das katalogisieren, dokumentieren und entsprechend in Ihrem Team auch kommunizieren. Weitere Informationen unter der URL, wie hier zu sehen. Und ich werde auch weitere Informationen im Nachgang per E-Mail schicken. Wie erwähnt, es gibt verschiedene Rollen seit dem neuen Release von Tableau Software 2018.1. Tableau Creator, Tableau Explorer und Tableau Viewer. Der Tableau Creator ist nach Definition von Tableau Software ein Data Champion. Es ist derjenige, der die Daten vorbereitet für die weitere Nutzung für den Tableau Explorer oder den Viewer. Er entwickelt Dashboards oder sie entwickelt Dashboards und stellt diese bereit für den Tableau Explorer oder den Viewer. Diese Bereitstellung kann entweder über Tableau Server passieren oder auch über Tableau Online. Die Differenzierung hatte ich vorhin bereits gemacht. Der Data Champion beschäftigt sich täglich mit visueller Analyse und der Entwicklung von Dashboards und kann auch, das könnte sein, in der IT-Abteilung ein Systemadministrator sein, der unter anderem auch dafür verantwortlich ist, entsprechend das rechte Management auf dem Tableau Server oder auf Tableau Online umzusetzen und zu kontrollieren. Der Tableau Explorer ist nach Tableau Software-Definition der Datenkonsument und Datenexplorer, der sehr gerne auf Tableau Server oder Tableau Online ad hoc Datenauswertungen durchführt, der mit Dashboards interagiert, die vom Tableau Creator auf Tableau Server oder Tableau Online bereitgestellt wurden und der die Möglichkeit besitzt, den vollen Funktionsumfang von Tableau Server zu nutzen, also auch das In-Browser-Editing. Ja, wenn Sie Der Tableau Creator könnte als Beispiel eine Datenquelle auf Tableau Server zur Verfügung stellen. Der Tableau Explorer hat die Möglichkeit, auf diese Datenquelle zuzugreifen und mit den In-Browser-Editing-Möglichkeiten von Tableau Server eigene Auswertungen entsprechend aufzubauen. Der Tableau Viewer auf der rechten Seite ist ein reiner Konsument. Bisher hatte Tableau nicht unterschieden zwischen einem Explorer und einem Viewer. Das passiert jetzt. Der Konsument, der Data Consumer, interagiert mit den Dashboards, die vom Creator erschaffen wurden, aber kann auch nur damit interagieren. Er kann keine eigenen Auswertungen aufbauen. Er kann aber die Subscriptions, die es in Tableau Server gibt, nutzen, sich entsprechende Alerts setzen und er kann natürlich als ja, mobil auf diese Dashboards zugreifen. Und das sind jetzt die drei Rollen, die Tableau definiert hat. Diese drei Rollen beziehungsweise auch Pakete haben einen Preis natürlich. Wir reden hier weiterhin von einem Subscription-Modell. Im Tableau Creator auf der linken Seite sehen Sie die in dieser Rolle enthaltenen Produkte. Dazu gehören genanntes neues Tool Tableau Prep, als auch Tableau Desktop Professional und auch Tableau Server. Für den Tableau Creator werden $70 pro User und Monat berechnet. Und man kann diese Lizenzen dann auch nur für 12 Monate mieten. Minimum beim Einkauf sind eine Lizenz, beim initialen Einkauf. Mit dieser einen Lizenz haben Sie aber auch die Möglichkeit, bereits Tableau Server zu installieren. Das war in der Vergangenheit anders. Da mussten Sie mindestens 5 Tableau Server Interactor Lizenzen kaufen, um überhaupt einen Tableau Server aufbauen zu können. In der Rolle Tableau Explorer ist Tableau Server enthalten.
Tableau Server im vollen Funktionsumfang, wie gerade eben auch beschrieben. Sie haben die Möglichkeit, als Tableau Explorer auf Datenquellen zuzugreifen, die vom Tableau Creator bereitgestellt werden, können eigene Datenauswertungen auf Tableau Server durchführen. Und dieser User kostet $35 pro Monat. Auch hier eine jährliche Abrechnung. Das Minimum beim initialen Kauf für Tableau Explorer sind 5 Lizenzen. Zu guter Letzt, wie erwähnt, gibt es den Tableau Viewer, der ausschließlich bereitgestellte Auswertungen nutzen kann, also mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Und hierfür, und das ist sicherlich ein bahnbrechender Schritt, wird eine Gebühr von $12 pro Monat fällig, pro Anwender. Auch hier eine jährliche Abrechnung. Minimal Einkauf, initial sind 100 Lizenzen. Warum macht Tableau das? Tableau hat natürlich in der Vergangenheit das Feedback seiner Kunden eingesammelt und auch seiner Partner. Und natürlich ist es Tableau auch sehr daran gelegen, dass sie keine Hürden aufbauen, wenn es darum geht, eine Analysekultur, eine zeitgemäße Analysekultur in einem Unternehmen zu etablieren. Wir wissen darum und auch Tableau Software weiß darum, dass viele der User, die aktuell auf Tableau Server installiert sind, vielleicht wirklich nur Konsumenten sind und nicht die volle Bandbreite der Funktionalitäten von Tableau Server benötigen. Aus diesem Grund gibt es Tableau Viewer. Somit haben Sie die Möglichkeit, auch mehr Mitarbeiter, mehr Abteilungen mit in die Datenanalyse und Visual Analytics einzubinden, was wiederum sehr, sehr viele Vorteile für Ihr Unternehmen haben wird. Einmal kurz zu Tableau Prep. Wie kann ich denn eigentlich als existierender Nutzer oder Kunde von Tableau Desktop dann Tableau Prep aktivieren? Gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Ich habe sie jemals skizziert. Sie sind existierender Nutzer einer Kauflizenz, also Perpetual, von Tableau Desktop Professional, das ist wichtig, nicht Personal, sondern Professional. Hier haben Sie die Möglichkeit oder da ist das Angebot von Tableau Software, dass Sie Tableau Prep für 2 Jahre kostenfrei nutzen dürfen. Ja, bis Mitte 2020. Und der Prozess ist relativ simpel. Sie müssen eigentlich nur Tableau Prep runterladen, den entsprechenden Key aus Ihrem Customer Portal von Tableau kopieren und Tableau Desktop auf 2018.1 upgraden. Das ist trivial, wenn man alles in der Hand hat. Natürlich wissen wir, dass unsere Kunden gut organisiert sind und auch häufig die IT involviert ist. Entsprechend müssten Sie, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, Tableau selber auf Ihrem Laptop oder stationären Rechner abzugraden, dann entsprechend auf Ihren Ansprechpartner in der IT zugehen, damit Tableau Prep installiert wird. Ein zweiter Fall ist, Sie sind ein existierender Nutzer einer Mietlizenz, also Subscription von Tableau Desktop Professional, nicht Personal. Hier haben Sie die Möglichkeit, bis zum Ende Ihrer Laufzeit Tableau Prep kostenfrei zu nutzen. Ja, also Sie haben gegebenenfalls am 1. Januar 2018 Ihre Tableau Desktop Professional Subscription Lizenz erhalten. Dann läuft die bis 31.12.2018 und bis dahin können Sie Tableau Prep auch umsonst nutzen. Mir ist nicht bekannt, dass Tableau Prep in Zukunft ein bezahltes Tool sein soll. Aktuell ist es so, dass Tableau Prep als ein Modul in der Rolle des Tableau Creators integriert ist, zu dem Preis, den ich gerade genannt habe. Im unteren blauen Balken sehen Sie nochmal den Hinweis, wenn Sie Unterstützung brauchen und Sie gegebenenfalls keinen Ansprechpartner in Ihrer Organisation haben, aber bereits Bestandskunde von dem Information Lab sind, so können Sie auch sehr gerne auf unseren Support Desk, unseren deutschsprachigen Support Desk zugreifen, um dann die Keys entsprechend für Tableau Prep zu erhalten. Schreiben Sie uns dann gerne eine E-Mail an support@theinformationlab.de. Gegebenenfalls sind Sie aber noch gar kein Nutzer von Tableau. Sie interessieren sich dafür und denken, ja, das klingt doch alles ganz spannend. Aber was sind jetzt eigentlich so die Vorteile für mich? Na, zum einen ist es
eben die geringere Hürde für die Etablierung einer zeitgemäßen Analysekultur. Das hatte ich gerade schon mal erwähnt. Die Anschaffungskosten initial sind sehr viel geringer als in der Vergangenheit, ganz klar auch im Vergleich zu der Perpetual-Lizenz. Durch den Aufbau des rollenbasierten Lizenzmodells haben Sie eben die Möglichkeit, über den Tableau Viewer sehr viele Mitarbeiter, das Management, einen erweiterten Kreis für eine geringe monatliche Gebühr von $12 entsprechend in die Arbeit mit Daten oder auch die Entscheidungsfindung über Dashboards und Datenauswertungen weiter zu pushen. Sie erhalten also mehr Flexibilität bei der Zuordnung von Rollen. Sie haben geringere Kosten für die Konsumenten von Visual Analytics und, das ist auch ein weiterer Vorteil, Sie haben keine Hürde mehr beim Einsatz der Hardware für Tableau Server. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf einer, es gibt den 8-Core-Ansatz und der 8-Core-Ansatz besagt, dass eine Lizenz gekauft wird, die aber für unendlich viele Nutzer verwendet werden kann. Allerdings gibt es die Beschränkung, dass diese Software dann nur für einen Server von 8 Cores genutzt werden kann. Dies würde wegfallen. Ja, Sie können dann über dieses Subscription-Modell, über den Tableau Creator, Tableau Explorer und Viewer entsprechend viel Hardware für Ihren Service bereitstellen, um eben die Performance bei einer erhöhten Anzahl von Nutzern einfach zu garantieren. Und natürlich, und das ist sicherlich ein großer Differentiator, Sie haben ein zusätzliches Datenvorbereitungsfeature durch Tableau Prep. Ja, das aus meiner Sicht kein anderes Softwarehaus mitbringt. Was bedeutet das neue Lizenzmodell für mich als existierender Tableau-Kunde? Da ist die Lage vielschichtig, möchte ich ganz ehrlich sagen. Und auch das Lizenzmodell ist einerseits für uns als Information Lab noch sehr neu, andererseits auch bei Tableau Software. Entsprechend möchten wir Sie bitten, dass wir dann individuell sprechen. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen bei unseren Kunden. Die einen haben Server-Interactor-Ansatz, die nächsten haben einen 8-Core-Ansatz, die einen nutzen Tableau Online auf Subscription, die nächsten haben eine Vielzahl von Perpetual-Lizenzen. Das könnte ich tatsächlich auch in diesem Telefonat, in diesem Webinar nicht abdecken. Entsprechend, wenn Sie gerne wissen möchten, wie sich das neue Lizenzmodell vermeintlich auf Sie auswirkt, auf Ihr Unternehmen auswirkt, lassen Sie uns gerne ein Telefonat vereinbaren oder ein Meeting, um dies tatsächlich en Detail zu besprechen, auf Sie zugeschnitten. Kurz zusammengefasst, wir sprachen über das neue Lizenzmodell für Tableau. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie weitere Fragen haben. Wir helfen immer sehr gerne weiter. Ich habe ganz kurz das neue Produkt Tableau Prep angerissen. Wie erwähnt, wir führen ein Webinar durch am 14. Mai. Ich werde im Anschluss an dieses Webinar noch eine E-Mail rumschicken mit einem Link zur Registrierung. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne dazu. Wir haben auch kurz über Alteryx für tiefer gehende Datenanalysen gesprochen. Wenn Sie Alteryx noch nicht kennen, wenn Sie Interesse haben, Alteryx besser kennenzulernen, dann auch herzlich gerne. Das werden wir in die Wege leiten. Ich gucke jetzt mal.